Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Die Sims 4, die No Money Challenge geht weiter, denn wir haben fast schon wieder No Money. 156 Simoleons, aber natürlich haben wir eine Anfangsbude stattdessen und eine kleine Pflanze, die hoffentlich sich gut entwickeln wird. Und während ich auch gucke, dass ich mit meinem Bestreben weiterkomme. Aber ich glaube, das tue ich dann danach. Ach ja, ich wollte auch im letzten Part eine Geburtstagstorte machen, aber naja, der Part ging dann zu lange und ich dachte mir so, scheiß drauf, meine Laune ist eh weit unten genug. ja. Die Sims 4. Das ist immer ein Erlebnis. Manchmal ein freudiges, manchmal fragst du dich, warum, wieso das eigentlich zockst. Immer Abwechslung in Sims und ja. Toll, wir haben Leute, die hier hinpinkeln. Statt das Klo da zu benutzen. Oh shit, ich glaube Hillary oder so hat es hat Hunger. Shit. Dann sollte ich vielleicht auch Essen dahin stellen sollen. Ja. Oder einen Kühlschrank oder so. Wobei können wir noch einen Kühlschrank. Low-Kühlschrank hinstellen? Ganz schnell, dass sie nicht verrecken. Ja, die brauchen ja nur einen Kühlschrank, weil Badezimmer können die ja da benutzen. Aber die Frage ist, wo stelle ich den hin auch? Ich meine. Ja. Ach, wisst ihr was? Stellen wir einfach da hin. Vor allem ist ja auch nicht mein Problem, dass ihr da, dass einer von euch da hingemacht hat. Ich meine, ihr habt da ein Klo. Das könnt ihr ja benutzen. Jetzt kriege ich den Müll ein. Hier so? Ja doch, der Space ist hier frei geworden, genau. Perfekt. Gut, dass ich den Fernseher verkauft hatte. So. Kriegen sie hier so einen richtig Billo-Kühlschrank? Weil es ja egal, ist ja eh nur für die Gäste. So. Oder auch nicht. Warte mal. 215? So teuer ist ein ranziger Kühlschrank? What the froh. Wofür haben die eigentlich ein Waschbecken manchmal? hilft das weiter? Ja doch, geil. Ich heiße mal ein Waschbecken. In echt ist das was anderes, aber im Spiel braucht man es nicht unbedingt. So. Da geht der Realismus meines Gameplays. Ja toll, nur weil irgend so ein Depp von denen da hingemacht hat, kann ich ihnen keinen Kühlschrank geben oder was? Wow. So. Dann stelle ich den vielleicht, keine Ahnung, na. Erstmal vorübergehensweise hier hin. Ja, bis halt die Piste da weg ist. Ach Mann, ey. Du sollst dich nicht über die Pisse aufregen, die ist von dir. Kannst du ja mal gerne putzen. Natürlich nicht. Er ist so ein Unmensch, ey. Macht hier auf dem Boden, der Boy. Der Mortimer Boy und dann lässt er das einfach so. Geld hat er mir auch nicht eingebracht. Ich hasse ihn, Mann. So, kannst du eigentlich hier irgendwas verkaufen wollen? Anscheinend nicht. Was war das für eine Musik? Sascha, mach das mal älter. Und du kannst es mal hier als blank zaubern. Oh shit, Jenna geht's gar nicht. Geh mal schlafen. Engelsgleich, damit die mir nicht auf den Sack geht. Engelsgleich, liebe umgängliche Kleinkinder sind nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Ja, ist das beste Merkmal bei Kleinkindern. Sind halt wie kleine Engel unterwegs. Und Jenna ist mal wieder am. Jenna, du sollst schlafen, hab ich gesagt. Meine Fresse. Geh schlafen. Wenn du. Warte, Sascha. Auf. Aufhören? Vor allem kann das gar nicht wütend sein, eigentlich. Bug, anscheinend. Naja, egal. Danach kriegst du eine gute Nachtgeschichte. Aber es musste sein, bevor es da an die Torte geht.
Das können die echt gut, die Sims. Also war schon, Mann. Ja, egal, lass das kurz so. Dann kannst du kurz hier Geld schaffen. Gehen. Was brauchen wir dringend? Jasminda, du sollst hier nichts mitnehmen. Ey, toll, jetzt kann ich das eine nicht verkaufen, was du da fertiggestellt hast. Oder fast fertig hatte. Der hat ja so ein kleines Bild gemacht hier, wo Mordheimer jetzt am Malen ist. Naja, egal. Meine Tochter mal ins Bett. Wie will die das sehen, dass sie hier drin liegt durch die Wand durch? Hier ist eine Wand. Eine Wand. Ich weiß, das ist ein Zauber, aber trotzdem. Und ja, nächstes Bild fertig, aber kann ich leider nicht verkaufen. Geil. Leute, ich soll das nicht mitnehmen. Ihr seid hier zum Malen für mich. Dass ich dadurch Geld nehme und weiterhin faul sein kann. Oh fuck, das hat ja auch auf Farben angenommen. Fantasiefähigkeit. Kinder mit Fantasie spielen in der eigenen Welt. Mit der Fantasiefähigkeit können sie lesen und mit ihren Spielsachen fantastische Welten erschaffen. Erhalte Fantasiefähigkeit, wenn du mit Spielzeug und Puppen spielst, Musik hörst oder dir Kinderbücher anschaust. Das soll ich dann mit meinem Charme machen. Stand auf jeden Fall so da. Null. Leute, ihr sollt hier nicht unterhalten, ihr sollt hier weitermachen. Für was habe ich euch eigentlich? Aber gut, Antihimmelrechte sind da, die helfen ein bisschen. 577 Simoleons, nice. Ich weiß nicht, wann die Rechnung kommen oder ob die schon da ist. Ja gut, meine müssen ja eh sich ausruhen, was die eigentlich nicht vorhatte. Aber naja. Okay, Rechnungen sind keine fällig. Bist du ausgeruht? Weil wenn nicht, gehst du erstmal ins Bett. Nein, dann aufhören damit. Vor allem haben wir dann Zauber. Geh rein. Meine Fresse. Oh, warte mal. Ist hier irgendwer fertig? Nein, nein, nein. Nein. Vielleicht töte ich die irgendwann alle. Das geht doch nicht, Leute. Ihr macht hier mir die Bude, seid ihr voll pissen und Geld bringt ihr auch keinen Sollen. Jetzt. Schöner, ich glaube. Hier ist was fertig. Ja. Gut, dann. Werd das mal los. Los, werd das los. Jenna, nein! Meine Fresse. Unternehmensfähigkeit. Jenna begonnen die Unternehmensfähigkeit. Ich hab gesagt, hör auf zu duschen jetzt. Es reicht. Meine Fresse. Hör auf, nur einmal duschen und du wirst dann nicht mehr rauskommen lebend. Reicht jetzt mal. Meine Fresse. Mach das nicht noch einmal. Ich entscheide, ob du duschst oder stinkst. Geh in die Pisse rein. Sehr gut. Jen hat begonnen, die Unternehmensfähigkeit aufzubauen. Wenn sie alles gibt, um diese Fähigkeit zu verbessern, warten Ruhm und vor allem Reichtum auf sie. Ich weiß auf Ruhm. Gib uns, gib das Geld her. Warte mal. Ah ne, das ist der einzige, okay. Gut, ich wollte schon sagen. Habe ich dem versehentlich einen guten Kühlschrank gegeben? Das wäre. Nee. Haben die gar nicht verdient. Hey, Faber, hey. Ja. Ist das fertig? Nee. Aber morgen die läuft recht gute Arbeit, ey. Ah, meiner benutzt den ja Klo, perfekt. Das wird den Lektion erteilen. Und jetzt rennst du extra hier hin, oder? Nein, tust du nicht. Okay, aber mach das mal. Ich will noch ein bisschen Realismus haben und das hier kann eigentlich hier rein. Ah, okay, Jenna ist fit anscheinend. So.
Ja, macht weiter. Mann, Mann, Mann. Ey. Schnapp dir hier Reste und dann darfst du dich sauber. Warte mal, das ist jetzt fertig, ne? Ja? Ja, toll, danke Spiel. Aber egal, immerhin haben wir 1566 Simoleons. Das sollte auf jeden Fall reichen. Erstmal. Wobei ich die eigentlich auch nach Hause schicken kann, weil. Ja. Irgendwie bringt das Ganze nichts und ich habe ja eigentlich eh was anderes vor. Ja, ist ja gut, Jenna, hör auf durchzudrehen. Ess einfach und zauber. Okay, Esminda kennt meiner auch, das ist gut. Hier ein bisschen Freundschaft aufbauen. Hoffentlich. Wobei, kannst du eigentlich hier bei jedem mal machen. Wo ist Jenna? Ah. Das ist ja ganz toll. Egal, geh mal zocken. Ah, das Kind denkt sich wahrscheinlich auch, what the fuck? Das ist wirklich meine Mutter? Aber andererseits, jemand in dem Alter wahrscheinlich viel Fantasie, das denkt, ah ja, ist Mami. Sieht immer so aus. Sascha kann jetzt online für einen guten Zweck spenden. Ich werde Anmachsprüche vom Spiegel üben und anschmeicheln. Dass ich endlich mal Charisma-Fähigkeit Level 3 habe, ist auch krass. Wobei ich dachte, ich hätte das schon öfter, weil er häufiger mit Menschen hier interagiert. Aber gut, bevor ihr Trottel hier. Hier, ich mache euch die Tür auf, dann könnt ihr mal gehen hier. Geht mal weg. Okay, morgen will noch hier bleiben. Ah, scheiße, ich habe vergessen hier die eins. Egal, dann kann meiner eigentlich kurz hier mit Jenna Spaß haben. Nein, ist gut, jetzt geh weg. Ich kann doch nicht mit dir Spaß haben morgen. Das ist ein Teenager. Aber ich könnte dich älter werden lassen und würde das gehen eigentlich. Aber vielleicht mache ich das später. Weil erstmal will ich, dass das so bleibt, wie es ist. Deswegen geht mal alle nach Hause, macht da irgendwo einen Scheiß, weil viel eingebracht habt ihr mir eh nicht. Man kann die Pflanze endlich mal hinmachen, Mann. Brauche sie. Ja toll, jetzt meinen die auch noch im Vorgarten. Geil. Leute, geht nach Hause. Ja, die werden sterben, oder? Und Jenna wird auch noch am Boden machen. Weil ich vergessen habe, auf ihre Bedürfnisse zu achten. Scheiße. Ich dachte, hier geht's super. Was macht die denn hier anzahl? Okay, morgen ist weg. Hillary ist noch im Vorgarten. Hillary, geh mal nach Hause jetzt. Genau. Nach Hause gehen. Ach egal. Wenn sie stirbt, ist nicht mein Problem. Also, was heißt nicht mein Problem? Och. Ins Bett bringen. Ist gerade wach geworden, aber ich bringe es nochmal ins Bett einfach. So. Einfach noch ein bisschen meine Ruhe haben will. So. Vor allem ist es 0 Uhr geschlafen, Mann. Kind, es gibt keine. Achso. Es hat am Boden gemacht, ja super. Kann man das noch zurückgeben oder ist das zu spät auf. Sascha, ich hab dir außerdem gesagt, du bringst das ins Bett, Junge. Wenn du noch einmal meine Befehle ignorierst, Junge, ich töte dich. Ich schwör's dir. Ich hab dir gesagt, du bringst das ins Bett. Was heißt, du bringst das ins Bett oder ich dich töte? Sag ich Scheiße, ey. So, ab ins Bett mit dem und ja, dann mal eben verängstigt sein ohne Grund, geil. Da möchte ich eigentlich, dass du auf Klo gehst, geil. Hat er ja nicht eben erst gemacht.
Und sie hat auch nicht erst vor kurzem gegessen. Nee, nee. Das. Was willst du? Ach so. Ja, eigentlich kann ich den Scheiß wegschmeißen. Habe ich ja eh nur wegen Realismus und so einer Scheiße. Wobei, nee, das kann meiner nutzen. Für Geschicklichkeitsfähigkeit auch. Ja. Schnapp dir hier Reparaturfähigkeit. Dann wichst du hier. Gönn dir. Wobei, ich kann Jenna wichen. Aber andererseits, hier geht's auch scheiße, ne? Level 3 Geschicklichkeit. Solch hat die Chance, seltene Teile zu finden. Außerdem kann er mehr Skulpturen schnitzen. Oh, sie ist aktiv. Scheiße. Training, Liegestützen. Und die Windel von ihr will sie auch wechseln. Okay. Das kann. Ach so, deswegen ist das Kind wahrscheinlich auch ein bisschen Dings. Gut, du kannst währenddessen mal ein bisschen zocken. Von Ito gestorben. Ah, ja, Mann. Lass mal noch die guten einzahlen. Aber ich könnte die mal einladen, die morgen eigentlich. Die Megumi meine ich, nicht morgen. Das laber ich für morgen. Me Ich kenne Megumi nicht mehr? Ja, nee, ey. Das geht gar nicht, ey. Und was auch nicht geht, ist, dass das hier wach ist. Meine Fresse. So, hier. Bitte das Monster mal messen. Was außerdem auch deine Mom ist und ja, die einen Flucher bekommen hat. Ja, toll, ich kann ja legit nichts machen wegen den Scheißbedürfnissen. Ja, geil, ich wollte eigentlich meinen Char hier pushen, aber nee. Ja, egal, ich würde sagen, es ist kein Cheaten, wenn ich Megumi benutze, weil wir kannten sie ja und ihren Haushalt. Ja. So. Dann würde ich sagen, wechselst du mal die Windel, willst du ja eh machen. Oh shit, wir brauchen noch eine Badewanne. Scheiße, ey. Ja, mach das. Und Spaß willst du auch haben. Okay. Ja, toll. Bleib kurz einmal spielen. Und dann muss Jenna ins Bett. Silvester. Ja, wow. Denkfähigkeit, aber mit der Denkfähigkeit haben Kleinkinder weniger Tobsuchtanfälle und sind besser in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Kleinkinder sind weniger trotzig und können ihre Bedürfnisse erfüllen. Sie können die Denkfähigkeit durch Neugierde spielen mit Fleischkarten oder Stapelblöcken oder ein Tablet verbessern. Ja, trotzig wären die, wenn es halt nicht engelsgleich wäre, aber ist ja engelsgleich, deswegen wird das nie trotzig sein. Außer es wurde bearbeitet, was ich nicht glaube. Ey, hör doch auf, du sollst mit dem spielen, ey, das hasse ich so in dem Hochstuhl. Gut, dass es gezeigt wird, aber das hasse ich so. Weil ich sag, spielen, setz das erstmal unnötig da rein. Das soll so nicht sein, verdammte Scheiße. Ja, toll. Jetzt geht das Kind ohne Spaß irgendwie schlafen. I guess. Ja, ich kann es nicht spielen schicken. Wir haben keine Spielkiste. Wobei, wir haben noch ein bisschen Cash. Was heißt, ich gebe einfach mal hier dem Kleinkind eine Spielkiste, weil. Ach so, doch, ich hab Spielzeug für das. Jo! Ah, ich könnte hier trotzdem mal gucken, ob ich da ein bisschen was mache, weil es ist schon traurig. Ja. Aber es stimmt, das ist meinem Inventar. Muss ich meinem Kind auch mal schenken. Ganz vergessen, ey. Vor lauter Anfälle im letzten Part. So. Und zwar kriegst du hier eine Spielkiste. So. Und dann hier auch so ein 55. Wie viel kostet? What the fuck? Der Dino ist ja mega teuer. Wenn das hier nur 55 kostet. Wow. Quietschi quietschi. What the hell? Ach so, das ist so ein kleiner Bär. Aber geht trotzdem, okay.
Ja, aber erstmal würde ich trotzdem, glaube ich, gerne hier bei Stapelblöcken bleiben. Da fiel mir gerade auf, habe ich ja gar nicht gegeben hier. Stapelblöcke. Dann so ein Töpfchen für die Töpfchenfähigkeit später. Kann man ja jetzt schon holen, weil die ist ja ein Kleinkind. Und das kommt auch hier in unser Bad rein. Und dann möchte ich noch. Ah, hier ist das Lama, was ich geangelt habe mit meinem Char. Aber andererseits habe ich das auch geangelt und will es an meinem Kind schenken. Ist auch irgendwie. Nee, würde ich nie machen. Und das hier brauchen wir auch eigentlich für zum Vorlesen der Kleinen. So, auch an der Farbe einfach. Das ist hier. Kann hier ruhig einheitlich sein. Ah, shit. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich das regle. Wobei, andererseits, die sind ja eh klein, die können ja. Wo ich hier so hin oder so. Oder hier. Ah. Ich muss eh gucken, wie ich das mache, wegen Bude und Kinderzimmer und Tasten nicht gesehen. Wird ja eher alles noch vergrößert irgendwann. Deswegen ist ja nur am Anfang so, wie es ist. Da soll auch noch so ein riesengroßer Dino rein und so. Und so ein kleines Tablet für Kleinkinder, dass die halt auch sich selber um sich selber gut kümmern kann, wenn sie es halt, wenn es halt so ist wie jetzt, dass keiner fit ist, um sich drum zu kümmern. Ich weiß halt auch nicht, ob ich Bock habe, jedes Mal da halt Kindersitter zu holen. Dafür haben wir auch, glaube ich, gar nicht die Knete für. Und ich, ja, will es vermeiden, weil in echt würde ich halt nicht, wenn ich es vermeiden kann, nicht jemand Fremdes an mein Kind ranlassen. Aus Gründen. Bei Real Life ist es ja ganz anders als wie in Sims. In Sims muss keine Angst haben vor Weirdos. So. Oder vor, ja, schlimmer machen als Weirdos. Aber ich will ja jetzt nicht zu sehr drüber reden und so gar keinen Bock zu. Deswegen lasse ich das einfach so, wie ich es erwähnt habe. So. Kannst du ein bisschen zocken. Denkfähigkeit ist wichtig auf jeden Fall. Wie, du bist nicht ausgeruht? Ja, dann ruh dich erstmal aus, Kind. Warum bist du dann auf? Geht ja gar nicht hier. Aber gut, Family Schlafenszeit hier. Wenn Jenna schneller fit wird wie meine? Oder auch nicht, weil meiner den Schlaf unterbricht oder was? Nee, okay. Ja, kannst ja ruhig Reste nehmen. Wobei, eigentlich ist auch wichtig, dass du hier voran machst mit dem Streben. Und dass du halt auch die Megumi wieder kennst. Weil die kannten wir ja. Da finde ich es halt was anderes, wenn ich das noch ein bisschen beeinflusse. Wobei ich mit Lilly reden wollte, Spiel. Aber gut, dass du mich nicht lässt, warum auch immer. Also. Das wäre ganz toll. Und ich weiß nicht, was du hier willst, aber verpiss. Ja, toll. Freundlich vorstellen, dann kannst du eigentlich gehen. Jemand hat das schon drinnen gesagt. Und, ja. Und dann darfst du mal nach Hause gehen. Tschüss. Ich sag freundlich Hallo und dann so, ja, geh mal nach Hause. Wow, richtig nett von mir. Yes, sie ist auch hingeflogen. Let's go. Nein, 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 nicht da rein. Jenna, es gibt hier ein Bad. Meine Fresse. Wie dumm seid ihr eigentlich auch? Meine Fresse. Ihr sollt das andere Bad benutzen, was ihr schon seit Start des Badezimmers habt. Naja. Das andere ist erst neu, das muss man erstmal dann auch verunstalten, oder was? Naja, verunstalten passt ja auch gut zum Gesicht von Jenna anscheinend. Geh hier mal rein. Reste nehmen. Dann kannst du das eigentlich mal wegschmeißen. Wo ist der Mülleimer? Da ist er, okay, ja, kannst du. Gut. Weil ich möchte ja mit. Oh. Flirten, ja. Genau. Genau. Aber auch ein bisschen Freundschaft, dass ich sie halt nicht aus der FL hier hab. Und wird hier viel geflirtet, oder was soll auch erst der Kuss dann erlebt werden, ne? Und ein bisschen vorsichtig damit sein, weil, genau, sie ist nicht kokett. Da müssen wir aufpassen, tja. Ich
Ich weiß, du willst das. Oh nee, er ist angespannt. Es kann nur nach hinten gehen. Nancy. Sicherheitsalarm des Land der Landgrab Stromgesellschaft. Aufgrund von Eichhörnchen müssen wir die Stromversorgung in den nächsten 24 Stunden au abschalten. Bist du vorbereitet? Was zum Fick? Ey, tut mir leid, wir drehen jetzt den Strom ab. Ich hoffe, du hast genug Kerzen und Bücher. Schönen Tag noch. Ey, ist das jetzt sehr ernst? Also ich fahr. Ist das jetzt der ihr Scheiß Ernst? Okay, das Problem ist, wir kennen Nancy nicht, aber also können, werden wir nicht zu denen fahren, weil ich finde das dann schon unrealistisch. Bei Megumi wird das halt was anderes sein, wie gesagt. Aber ganz ehrlich, was soll die Scheiße Spiel? Ist ja noch nicht so, als würde man den Leuten genug auf die Nerven gehen. Was soll die Scheiße jetzt? Aus dem Nichts Stromabstellung oder was, ey? Danke, dass ihr wieder den Spaß am Spiel nimmt, Entwicklerteam. Also, großer Applaus für die Dummheit der Entwickler. Also, also natürlich ist der Applaus nicht ernst gemeint. Also, das muss man für die Dummbatze dann natürlich erklären, weil, die Entwickler sind locker so blöd, die glauben dann, ich würde das ernst meinen. Aber deswegen, Leute, Kerzen platzieren, die abseits des Netzes funktionieren, falls die Wichser den Strom abstellen, weil die Entwickler einfach Hurensöhne sind. Und ja, sage ich, wie es ist. Was soll die Scheiße? Es geht nur einmal auf die Nerven. Ja, wow, wir haben nicht so viel Geld. Yay. Danke, Entwickler, dass ihr mal wieder mir auf die Nerven geht. Yay. Weil ich das ja so sehr mag, wenn ihr mir auf die Nerven geht mit eurem unnötigen Scheiß, der einfach unnötig ist. Unnötig. Bei den Text und den Scheiß hätten die sparen können, ganz ehrlich. Ich hasse diese Entwickler, weil die so den Sp aktiv dafür sorgen, dass du keinen Spaß am Spiel hast. Ganz ehrlich, was soll so eine Scheiße? So eine sinnlose, unnötige Scheiße. Ja, wow. Nicht genug Cash in den blöden Drecksentwicklern. Das zeigt mal wieder, wie scheiße einfach diese Entwickler sind. Ich hasse sie. Das ist wirklich tiefer Hass, den ich diesen Entwicklern gegenüber spüre. So. Und das Ding heißt auch, man kann den PC nicht benutzen. Das heißt, ich muss die malen lassen eigentlich. Und ich muss hoffen, dass. Ach komm, scheiß auf Realismus. Das hier kommt hier auch. Aha. Aha. Kann ich das hier hinschieben vielleicht oder so? Nee. Das geht auch nicht mehr. Geil. Kann ich noch hier. Wobei andererseits ich das mal drauf. Ich brauche keinen Kühlschrank. Weil da ist ja eh keiner drin aktuell und so. Deswegen. Ja. Hier ist keine Lampe. Ja, aber es ist das zweite Badezimmer, was eigentlich eine bräuchte. Was ist denn, wenn ich die hier wegnehme? Ja, doch, geht noch fit. Aber es fuckt mich trotzdem ab. Und ich denke, das ist auch verständlich, dass es mich halt aufregt. Was soll die Scheiße? Was soll so Müll? Oh, Megumi! Ey, wie geil ist das denn? Ich habe noch davon gelabert, dass ich Megumi wieder kennenlernen will. Also wieder, was heißt kennen, wieder kennenlernen, aber ihr wisst ja, was ich meine, wir kannten sie ja und das will ich wieder so haben. Und jetzt auf einmal kommt sie hier vorbei. Also das ist richtig geil. Muss ich hier nur gucken, dass meiner Kurs mit ihr redet? Weil. Ah, genau. Der Char ist echt zu weit weg, ja geil. Aber gut, kleiner Reminder, wer Megumi ist. Okay, Romantik ist gestiegen? Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es geht nach hinten los. Ich weiß, die ist hoch, aber ich dachte, weil sie halt nicht kokett ist und so, wird die runtergehen bei dem Scheiß. Aber egal, ich habe es einfach riskiert und es hat funktioniert. Und ich möchte ihr gammeligen Obstsalat schenken, weil das ist ein Zeichen meiner Liebe, ja. Und meiner ist angespannt wegen was klauen wollen. Jetzt nicht mehr gut. Gefühl halt so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich keine Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Ich glaube, das sagt mein Char gegenüber sie. Ich glaube, so funktioniert das. Ja doch, sonst hätte ich das ja auch gar nicht gesehen bekommen. Meine Tochter ist wach, aber da kann sich ja gerne mal die Dings drum kümmern. Die, wie heißt die Jenna? Ja, was ist hier eigentlich so?
Verpflegst Landgrab Stromgesellschaft. Genau so ist es. Ich, Jenna, du und ich, wir verstehen uns einfach. Die Landgrab Stromgesellschaft hat mal wieder die Schuld. Schuld, diese Schurken. Wenn die ihre Stromleitung gewartet und die Eicheln eingesammelt hätten, hätten wir jetzt kein Eichhörnchenproblem. Ich sag mal so, wir hätten das Problem nicht, wenn die Entwickler nicht solche Unmenschen wären, aber naja, ich glaube, das ist nicht möglich. So. Deswegen, Jenna, du musst. Wobei die Kleine muss spielen alleine, weil dann kann man hier. Was. Ich habe das Bücherregal verkauft? Als ob ich das verkauft habe. Scheiße. Das ist Kacke, Jenna, wir brauchen dich. Und zwar auf andere Art und Weise, ausnahmsweise. Du musst hier mal im Gemälde malen. Während meiner bitte hier die Geschenke gibt. Und aufs Klo geht, schnell. Auf Klo, auf Klo, auf Klo. Hör mal auf, hör mal auf. Duf, duf, duf. Nein! Lilly! Kannst du doch nicht bringen! Ich bin hier zum Farmen! Zum Punkt der Farmen, Mann! Die wichtig sind. Komm mal her. Wollte ich dich auch vergessen. Nice. Und dann gehen wir Megumi vielleicht besuchen. Weiß nicht. Das Problem ist auch, die Pflanze, die wird nichts. Vielleicht hätte ich eher nach draußen tun sollen hier. Bewässern! Schnell! Schnell, 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 schnell. Sascha, Level 2 Fantasiefähigkeit hat sich schon. Was ist denn für Premium-Kind? Ich gerade erst angefangen damit. Janet kann sich jetzt Bilder in Kinderbüchern ansehen und mit anderen Sims mit Puppen ausspielen. Also die ist Premium, meine Tochter. Von der Intelligenz her kommt sie ganz wie ihrem, nach ihrem Vater. Und vielleicht auch nach ihrer Mutter? Keine Ahnung, wie das so bei Jenna aussieht. Ich glaube, ich habe mich mal über ihre geringe Intelligenz lustig gemacht, also weiß ich das nicht so genau, aber naja, ist ja auch egal. Weil meiner, der kümmert sich um Lilly. Wegen den Punkten, Jenna, falls du es mitbekommen solltest, ist nichts Persönliches. Genau, sehr gut. Nice. Ja, ich könnte jetzt Bestreben umschalten, aber ich scheiß drauf. Weil wir werden ja auch bald wieder das mit dem Magie sein machen, aber andererseits kümmern wir uns ja eh erstmal um die anderen Dinge hier. Kind, du kannst hier weiter spielen, bitte. Sascha, was machst du hier, Junge? Du sollst mit Lilly reden, Mann. Du sollst nicht blöd in der Gegend rumstehen, das kann ich auch alleine, Mann. Dafür brauche ich keinen Sims zocken. Wow. So, nein, du darfst dir hier wieder was schenken. Hast du noch nicht gemacht? Bist du blöd oder so? Was soll denn das? Schenken. Gammel essen, das mögen die in Sims. Ich weiß zwar nicht, wieso die sich so darüber freuen. Ah, nee. Okay, sie mag es nicht, aber meiner mag die Rose von ihr. Cool. Oh, die ist, glaube ich, die erste gefühlt, die Nein zu sowas sagt. Nein, nicht da rein. Nicht. Hier. Nochmal. Einfach. Ey Junge, verpiss dich! Das ist meine Lilly. Und diesmal hat es funktioniert mit dem gammeligen Obstsalat. Ich wusste doch, gammeliger Obstsalat ist genau das, was sie haben will. Also in Real Life funktioniert das garantiert, wenn man eine Frau gammeligen Obstsalat schenkt, dass die hin und weg von. Yes. Und ach so, ich muss sie fragen, ob sie Single ist vorher. Ja. Das habe ich zwar bei Clara auch gemacht und bei Hillary, aber da ist das ja ein bisschen komisch, aber da werde ich mich auch drum kümmern, dass das auch klappt. Auf jeden Fall. Und Jenna, du kannst das Gemälde hier bitte verkaufen. Und dann mal nach der Pflanze schauen kurz. Okay. Dann bitte hier. Sascha. Was machst du? Oh nee, sie ist weggegangen. Och Mann. Level 5 der Malereifähigkeit. Jenna kann jetzt mittelmäßig schwere Pop-Art-Gemälde, leichte surrealistische Gemälde und leicht impressionistische Gemälde anfangen. Nice. Nice. Ja, gut, das heißt, ich kann mit meinem Char dann eigentlich hier das wegwerfen. Und ich kann wahrscheinlich den PC nicht benutzen, ne? Also werde ich eben was schreiben. Das Kind ja auch erstmal. Kann ich? Okay. Level 3 der Fantasiefähigkeit. Janet kann Spielsachen, Puppen und Stofftieren einen Namen geben. Ja, let's go. So, hier. Ah, jetzt minder muss ich auch ein bisschen. Aber wobei, wegen Hillary könnte das problematisch sein, wegen Gruppe und so. Naja, egal. Die hat Hunger. Das ist nicht gut.
Dann Sascha, du bist ja eh gerade durch. Gut, dass du fertig bist. Ah, scheiße, weil ich das hier wegwerfen muss. Dann kannst du ihr Essen geben, bitte. Und zwar Erbsen. Weil es am besten hier raus. So. Gut, ist nicht am besten. Malisches Vergnügen. Jenna genießt jeden Pinselstrich. Ich sollte die Fallen fließen lassen und zugeben, dass sie mal mag. Ja, auf jeden Fall. Aber leider ist der Part vorbei. Und